Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Und wie ihr seht, wir haben den Schießstand abgeschlossen. Ich habe nochmals einmal offscreen nochmal eine Runde geschmissen. Die erste mit einer guten Geschütze, dass wir hier die Ente von dem Tisch wegschießen konnten. Danach mit einer Pumpgun hier eine Runde rumgeballert und dann schlussendlich wieder das Ding hier genommen. Hier hingestanden und gesagt, komm in den Luftraum, einfach draufballern. Und manchmal hilft mehr auch mehr. Und somit können wir was abholen. Hey, hier drüben! Du kannst gut damit umgehen. Hier, das hast du dir verdient. Was? Hab ich jetzt bekommen? Ach. Scheiße, sieh dir das an. Punkte. Naja. Du machst einen riesen Fehler. Warum? Ich muss diese Dinge noch abschießen. Hast du mir gerade beigebracht? Hallo? Naja, irgendein Auto ist hier neben Clown mitgehen kann. Wie sind die hergekommen? In Amerika ohne Autos? Hallo? Amerika? Ohne Autos? Hallo? Oh, Menschenskinder, so sind die Autos hier abgeblieben. Hier gibt es keine Autos. Kacke. Oh! Nehmen wir mal kurz, wir müssen noch hier. Genau, wir mussten das hier machen. Stimmt ja alles. Wir können dich nehmen, weil wir es geplündert haben. Rein die Fugen. Gut, es funktioniert so alles ohne Mann und Wenn und aber wir gehen jetzt mit dem Truck weiter. Wir haben hier wirklich durch das Torchen geschossen. Oh, du Doofe. Was macht die denn überhaupt? Steig mal ein, du Turteltäubchen hier. So, was für eine Mission haben wir denn heute? Wir haben das Fangzentrum auseinandergenommen. Wir haben ja hier noch eine Runde. Genau, der auf jeden Fall. Wo ist denn der hier? Da hinten. Och du Kacke. Dann würde ich mal sagen. Hä? Wir nehmen die Abzweigung hier. Da geht direkt ein Weg dahin. Plus minus gesehen schon. Und da hinten wird wieder geballert. Oh Mann, wie ich das hasse hier. Oh Menschenskinders, warum ballern hier so rum? Warum? Verstanden. Ich frage mich, warum die das immer machen. Warum die immer rumballern? Danke für die Hilfe. Funktioniert es normalerweise so? Ach komm, wir steigen noch ein. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Warte, jetzt haben wir noch hier raus reingefahren hier. Hoffentlich wärst du besser als du schießt. Das war ein Witz. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. Wieso können wir jetzt nicht mehr fahren? Was? Ah, alles halb so wild. Wir haben es doch noch geschafft. Wir sind auf der richtigen Route. Auf der richtigen Route Richtung Routen.
Gutenberg. Keine Ahnung, ich verwassel mich hier mal teilweise. Aber wir müssen jemand oder etwas in 2500 Metern zerstören. Das klingt doch mal ganz schön schön. Eine schöne Straße hier, muss man mal sagen. Und wir fahren doch durch Berg und Tal, durch Berg und Tal, durch Berg und Tal. Lalalalalala. Und niemand kann uns aufhalten. Wir können uns eigentlich jetzt unser zerstörtes Auto auch wieder selber reparieren. Klar eigentlich, weil wir ja hier unser immer noch richtiger Weg. Die können uns eigentlich mal am Arsch hier. Oh. Der ist mir leider unter die Räder gekommen. Nein, 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 so richtig. Warum die nur so einen bekackten Wendekreis haben, das irritiert mich ein bisschen. Whitehall Visitor Center. Warum haben die so einen kack Wendekreis? Das ist ja... Okay, ist ein Lastwagen, klar, aber das ist ja eh so... Naja, naja. Man darf sich nicht aufregen heutzutage, man muss aber Folge leisten. Für das, was man tut. Und das Ziel kommt immer näher und näher. Das war knapp, was jetzt? Was war denn mal knapp da? Kindchen, was war knapp da hinten? Keine Ahnung, was knapp war, aber auf jeden Fall ich nicht. Hm. Oh. Ich auch. Können wir hier noch ein paar Meter? Wir müssen sogar noch ein paar Meter fahren. Ach du Kacke nochmal. Einfach an der Straße entlang, bis wir da mal näher rankommen. Dann funktioniert's. Meine Devise. Wenn's passt, dann passt's. Nix anders. ...1400, wir kommen immer näher. Hui, 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 hui. Wir haben mal kurz einen Bären über den Haufen gefahren. So geht das nämlich. Wir haben wieder ein Krisengebiet hier. Hier waren wir auch schon. Warum auch immer sind hier wieder Leute? Wir haben doch alle umgemordet hier. Wir haben doch alle niedergemäht. Oh, Waschbär, hallo. Das darf doch gar nicht sein, dass hier noch Leute bzw. Killer sind. Ey, was ist denn überhaupt alles los? Die Hände sind mir gebunden teilweise, wenn ich aber hier fahre. Ich kann nicht jeden beachten auf der Straße. Das kann ich nicht. Du machst Witze. Ich hab schon gesehen, wie Peggys das überleben. Ich glaube so nicht. Wir haben einen Zivilist gerettet. Ey, ich hab einen Zivilist gerettet. Keine unschuldigen Zivilisten getötet. Ich hab einen gerettet. So, lass es mal auf der Zunge zergehen. Ich habe einen gerettet. Hoch die Tassen. Wohin dürfen wir hier gehen? Mit unserem Trecker hier eine Runde hoch. Das ist ja mal interessant hier. Oh nee, kacke. Ich hab hier wieder. Aber nie. Das ist alles außer Kontrolle. So, und da geht's nochmal hoch. Weg da, wir kommen.
So, geparkt wie eine Eins. Doch, doch. Warum? Was macht die denn da? Hä? Du bist entlassen, du Arsch! Warum fällt mir unser Truck wieder weg? Hä? Ich bin doch so schön geparkt hier. Warum fällen die denn noch? Ich krieg das nicht mehr. Warum? Hä? Das ist eine scheiß KI. So! Eine Wurfskühl, was? Wollen wir was dagegen unternehmen? Okay. Die gute Nachricht ist, dass du eine ordentliche Zahl dieser verdammten Wolfsköder unschädlich gemacht hast und dass der Sekte schaden wird. Die schlechte Nachricht ist, dass es anscheinend 10 von diesen Scheißdingern gibt und ich keinerlei Infos darüber habe, wo der Rest zu finden ist. Du wirst sie selbst aufspüren müssen. Aber sobald die erstmal weg sind, wird das sehr dabei helfen, diese Judges loszuwerden. Viel Glück. Und jetzt ist meine Frage, wo hat die Dame denn den Karren abgeschmissen? Die Arschgeige da, ne? Wo hat sie den? Hat sie den immer einfach so... Warum parkt die da hinten? Ne, die sind noch eingestiegen? Kacke. Das gibt's nicht. Die sind auch eingestiegen. Die fährt unser Wagen hier aber mal zu Schrott. Was bereit? Freu mich, dich zu sehen. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Jupp, weg da. Die eine kommt mir nicht auf das Feld. Nö, 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 nö. Die hat schon den Wagen hier weggeschmissen. Hat... Oh. Ach nee, die steigt schon wieder ein. Ist zwar angenehm, dass sie hier dabei ist. Aber die Sonne, die hat mir einfach den Karren weggeparkt. Warum? Warum macht man sowas? Ja, dass du den Karren weggeparkt hast. Darum, ich bin jetzt nachträglich. Sauer und nachträglich. So, habt ihr mal den Kack hier. Du Dovi, du musst mir jetzt helfen. Hallo? Warum hilft ihr mir nicht? Die ist doch so ein Arsch. Die ist doch so ein verkacktes Arsch. Warum hilft ihr mir jetzt nicht? Die hat mir nicht geholfen. Die ist einfach, ja, ich bin jetzt einfach hier und ich werde verbluten. Aber ich rette ihn nicht, weil ich eben nicht will. Oh, la, 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 la. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Das steht hier nicht mal mehr ein Wagen. Hier kommt das heilige Feuer. Von mir jetzt persönlich, jupp, das heilige Feuer kommt. Ich hoffe, die haben es gelernt. So, nun die Frage ist, wo wir jetzt unser Auto finden, das hier weg ist, du Arschgeige, du Wichsknäuel.
Ist das jetzt das Ende hier? Das ist das Ende. Danke sehr. Oh, oh, oh. Ja. Ich such mir einen besseren Weg. So. Jetzt haben wir kurz einen Wagen eliminiert. Vorsicht, wenn die sauber. So sollte man doch fahren. Eine gute Sache ist jetzt die nächste Queste hier. Ruf der Wildnis. Nebenmission. Wir hatten noch irgendwie... Hä? Wir haben auf der Map doch hier noch ein Quest hier. Den machen wir jetzt. Ja, komisch, wenn nicht. Oh, den haben wir hier schon eliminiert. Uiuiui. Vorne. Sau. Klar, das reparieren wir noch eine Runde. Hallo. Danke sehr. Komm rauf, Kindchen, wir gehen weiter. Mal wieder Zivilisten gehen, das ist auch mal wieder ein schönes Gefühl. Hier sind wir ja gerade vorhin durchgekommen, aber von der anderen Seite her. Hier sollten auch noch ein paar Leute rumschwirren. Ist mir gerade egal. Was müssen wir hier denn machen? Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Und wenn wir ihn jetzt irgendwie schrotten müssen, dann fahren wir kurz zurück. Nehmen oben Platz und hauen den mal weg. Hey, was macht die? Was hast du gemacht, du Arsch? Warum bist du weggefahren? Hallo? Boah, ey. Schön zu verschlafen. Alles klar. Ist sie dumme doof oder was? Oh, das Ziel ist tot. Wir sind tot, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn du mich abonniert, kommentiert oder geliked hast, dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Wir sehen uns.